Welcome back. Hallo. So. Ja, Windows 10. Ja, ich muss nämlich da mal gucken, wie ich das mache. Weil bei mir ist noch kein Pop-up aufgetaucht, obwohl ich Windows 8.1 komme. Naja, bei manchen kommt es, bei manchen nicht. Das werde ich dann nochmal gucken. Wie ich das mache, genau. New Mexico. Google Drohne stürzt bei Testflug ab. Ja, aber es... Naja. So, wie weit? Genau. Gut, dass ich noch nichts gelesen habe. So, ab jetzt. Der Prototyp einer Google-Drohne ist über dem US-Bundesstaat New Mexico abgestürzt. Der Absturz des Solar-Fluggeräts mit dem Namen Solara 50 ereignet sich bereits am 1. Mai, kurz nach dem Start. Das geht aus einem Bloomberg-Bericht hervor. Bloomberg. Eine von Google betriebene Solardrohne vom Typ Solara 50 ist kurz nach dem Start in New Mexico abgestürzt. Quelle Titan Aerospace. Mit unbemannten Drohnen will Google Internetzugänge in entlegenen Regionen der Welt bereitstellen. Mit einer Flügelspannweite von 50 Metern erzeugen sie theoretisch genügend Solarenergie, um bis zu 5 Jahre lang in der Luft bleiben zu können und Funksignale zu übermitteln. Die Drohnen erreichen eine Flughöhe von bis zu 20 Kilometern. Die Technik kaufte der Suchmaschinenanbieter bei der Firma Titan Aerospace ein. Google übernahm das Unternehmen im vergangenen Jahr. Oh yes. Auch Facebook soll Interesse am Hersteller gehabt haben. Ja, das waren auch mal Gespräche, dass sie Luftballons bauen. Also nicht Luftballons in dem Sinne, sondern Ballons, wo auch weltweit Internet ermöglicht werden könnte. Aber es wurde wahrscheinlich mit Drohnen gelöst. Oder es wird ja noch getestet. Beim Anfang des Monates abgestürzte Modell handelte es sich nicht um die Drohnenversion, die Google für den Regelbetrieb vorgesehen hat. Immer wieder Zwischenfälle. Bei dem Absturz wurde Solara 50 vollständig zerstört. Die US-Behörde National Transportation Safety Board hat laut Bloomberg Ermittlungen aufgenommen. Personen kamen bei dem Absturz nicht zu Schade. Google will Internetzugänge auch per Ballon zur Verfügung stellen, was ich gerade gesagt habe. Aber bei Project Loon kam es im vergangenen Jahr zu einem Zwischenfall, als ein Ballon einen Stromausfall verursachte. Fast im Müll. Alte Frau entsorgt seltenen Apple-Computer von 1976. Wenn man genau hinschaut, findet sich im Müll auch manchmal etwas Wertvolles. Eine Frau hatte nach dem Tod ihres Mannes dessen gesammelten Elektroschrott aus der Garage an eine Recyclingfirma übergeben. Mit dabei ein seltener Apple I von 1976. Ein alter Apfel aus dem Müll. Apple hat sich im letzten Jahrzehnt unter der Führung von Steve Jobs zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt. Kein Wunder, dass Gegenstände, die mit dem Start dieser erfolgreichen Firmengeschichte verbunden sind, von Fans und Sammlern wie wahre Schätze behandelt und darüber hinaus dementsprechend teuer gehandelt werden. Yes. Eine dieser Apple Devotionalien wäre jetzt aber beinahe auf dem Müll gelandet. Ja, nee, es war ja schon im Müll, aber es wurde wieder rausgeholt. Eine alten Dame aus Kalifornien war Wertschätzung für gewisse alte Elektrogeräte offensichtlich nicht bewusst. Laut einem aktuellen Medienbericht des St. Joe's... Oh, ich dachte, was ist denn jetzt? Laut einer aktuellen
Medienbericht der St. Joe's Mercury News soll diese nach dem Tod ihres Mannes die Garage entrümpelt und dabei unter anderem verschiedenste elektronische Geräte entsorgt haben. Diese wurden dann in eine Recyclingfirma in South Bay übergeben. Ach so. Als dann die Mitarbeiter dann damit begannen, den Elektroschrott der alten Dame zu durchsuchen, wurden sie von einem echten Trödeltraumfund überrascht. Unter den Gegenständen fand sich ein seltener Apple One Computer. Von diesem Modell der ersten Apple-Stunde war im Jahr 1976 von Steve Jobs, dem Erbauer Steve Wozniak und Ron Wayne nur knapp 200 Stück zum Preis von $666 verkauft. Satanische Zahlen. Verkauft worden. Wie das Recyclingunternehmen jetzt mitteilte, wie er heiße. Will man das wertvolle Gerät jetzt bereits an einem Händler zum Preis von $180.000 verkauft haben. Je nach Zustand des historischen Apple-Computers landet der Käufer damit ein echtes Schnäppchen. Im Oktober 2014 war ein funktionstüchtiges Apple One-Modell bei einer Auktion zum Preis von $905.000 verkauft worden. Traumfund im Trödel. Laut eigener Aussage wird die Recyclingfirma jetzt der alten Dame die Hälfte des Erlöses zukommen lassen. Allerdings haben diese keine Kontodaten hinterlassen. Deshalb hofft man jetzt auf die Hilfe der Öffentlichkeit, um die etwa 60- bis 70-jährige Frau ausfindig machen zu können. Das lese ich später vor, im nächsten Part. Und jetzt will ich kurz was gucken und ich baue weiter, bis wir die 10 Minuten haben. Muss ich kurz mit der Stimme schon. Ich muss mal kurz meine Stimme ruhen lassen. Was ist hier los? Hä? Hä? Hab ich so gebaut oder was? Krass. Was ich da alles vorgelesen habe. Die Reihe hier noch fertig und dann gibt's einen Cut. Cut the music. So. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.